eigentlich kann ich alle ausschließen. Bis ich drauf gekommen bin, dass ich Baum nicht ausschließen kann, war halt so. Wo kannst du alle ausschließen? Oder was heißt. Nee, es war halt so, okay, ich selber bin's nicht, alle anderen können sich irgendwie in Pärchen gegenseitig clearen. Und Baum so, ja, und dann bin ich da hingelaufen, dann hab ich die gesehen. Dann bin ich da hingelaufen, hab die gesehen. Also das ist ja auch irgendwann dazwischen nicht mehr. Ich war schon gewesen. Immer dabei, ich bin nur gefühlt immer als letztes noch dazugekommen. Ja, eben. Ich dachte schon, ich wäre erledigt, als ich mich gefragt hab, du bist schon von da oben gekommen. Ich so, ja. Ich hab da gerade jemanden getroffen. Ja, war eine gute Runde. Gute Runde. So, Janina steht am Stapel und ich möchte eine Vermutung loswerden. Ich glaube, es ist Alex. Aus folgendem Grund. Shuti stand vorhin mit mir unten beim Asteroidenabschießen und Philipp und Janina haben den Reaktorstörfall aufgelöst. Und Baum war mit mir unterwegs Richtung Reaktor, als das noch nicht passiert ist. Die einzige Person, die ich nicht klären kann, ist Alex. Und Alex war gerade unten an der Luftschleuse bei mir, von wo man dahin wenden kann, wo die Leiche ist. So, also für mich case closed. Also, wenn es nicht Alex...
Alles? Redendes Schweigen. Hallo, ich bin Opa am Reaktor, tu grad's Manual aktivieren und das letzte Fixing und meine Aufgabe machen. Vorher war ich in der Cafeteria, hab ein leckeres Getränk rausgelassen, hab Asteroide beschossen, hab die Wetterballons eingeholt. War dann oben in Admin, hab meinen Nummerncode eingegeben, bin weiter hochgelaufen, hab dann das nächste Fixing gemacht, dann bin ich runtergelaufen an die Luftschleuse. Der einzige, wo mir gekommen ist, war der Lukas, der mich jetzt hier als Mörder beschuldigt. Jetzt ist so viel Geschwafel. Hm? Aber Case Closed ist es halt auch. Na, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, wenn ich Philipp oder Jan. Philipp und Janina haben ja den Störfall aufgelöst. Wenn ich einer von den beiden im Pop war, also Philipp. Ja? Was? Also, Armin und ich haben gerade in unseren Kabeln gespielt in Cafeteria. Ja. Terror Bomb, die sind doppeldeutig. Was habt ihr gespielt? Moment, das heißt. Wer ist mal der Eins für Alex gewotet? Gott. Okay. Meine. Ich glaube, ich hab's scheiße erzählt. Sechstes Kegel, Lukas. Salty. Thank you.
Hä, wer war Fennec? Philipp? Ja, aber es gab irgendwie keine Möglichkeit, irgendwie Leute zu killen. Außerdem bin ich da, nachdem ich Janina umgebracht habe, nicht mehr aus dem Vent rausgekommen. What? Ja, ich weiß nicht, wie ich woanders hinwenden kann. Du musst auf die Pfeile drücken. Nee, Pfeile hat bei mir nicht geklappt. Wer ist denn Red? Ich habe keine Ahnung. Ich habe also jetzt die Vending-Maschinen auf. Also wenn ich nochmal Imposter bin, reporte ich wieder, das ist einfach scheiße. Du musst nochmal ein bisschen auf die Uhr drücken, um rauszukommen. Nee, ich bin nicht mehr zum anderen Venting gekommen, also irgendwie... Einfach auf die Pfeile drücken, mit der Maus. Es hat nicht geklappt, das habe ich probiert. Was? Okay, ja. Komisch. Und irgendwie hatte ich dann irgendwann nur Lukas und Alex am Hals, da habe ich mir auch gedacht, das brauche ich nichts mehr machen. Ich bin eigentlich ein Idiot hinterhergelaufen, weil ich so dachte, der muss es sein. Warum wurde ich dem aufgesessen? Aber du wirst niemals eine schlechtere Imposter-Runde haben, als ich einmal auf der Runde, wo ich irgendwie die ganze Zeit im Vent drin saß und dann irgendwie mein Kill-Cooler nicht runtergegangen ist natürlich und ich nie irgendeine Möglichkeit gesehen habe, irgendjemanden zu killen. Das war so traurig. Das ganze Spiel ging vorbei, ich habe niemanden gekillt, es war so... ich steck so in diesem Vent und ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Armin. Jo. Ja, und der Typ ist da. Je länger es wird und ich nicht Imposter bin, desto mehr fürchte ich mich, Imposter zu werden. Echt? Ich find Imposter voll cool. Ja, das, macht mega Spaß. Ja, das erste Mal ist dann immer so. Viel Spaß. Du bist halt eh der Underdog, es wird eher erwartet, dass du verlierst. Also deswegen ist es halt auch so. Das ist bei mir aber auch so, wenn ich Teammate bin. Dass du erwartest zu verlieren. Dass andere von mir erwarten zu verlieren. Nö, überhaupt nicht. Das war nur ein Gemeinde. Jo, der Philipp liegt beim Greenhouse und der Armin rennt weg, für mich eindeutig. Halt mal, stopp mal, der Baum ist nicht zum Dings, zum Lösen vom Alarm gelaufen. Doch, du bist mir da entgegengekommen, ich habe unten Oxygen gelöst. Da gibt es nämlich zwei Stellen. Außerdem bin ich weggerannt. Alex steht gerade mit mir am Download, also... Jo. Wenn Chuti nicht lügt, ist es eigentlich schlüssig. Moment, aber können wir noch mal ganz kurz irgendwie durchgehen? Was ist deine Begründung, Chuti, dass es jetzt wer ist? Ich gehe hoch zum Greenhouse, um einen Task zu machen. Er wird gekillt, Armin läuft mir entgegen und das ist, ja, wo ich weiß wo nicht, lag der denn?
Das ist irgendwie keine 2 Meter entfernt von der Leiche, also für mich eindeutig. Wie gesagt, ich war rechts da und hab dann diesen Quest mit Pflanzen aufrichten gemacht. Wo liegt nee, das warst du nicht. Wo liegt Philipp? Lager direkt beim Deaktivieren von O2? Nee, beim Greenhouse oben. Ja, aber wo? Lager ich bei nicht gesehen. Deaktivieren, Lager nicht bei O2 deaktivieren. Weil ich weiß. Ich hab mit Philipp zusammen O2 deaktiviert. Wenn er im Greenhouse liegt, ist das weitreichend. Ja, ich weiß nicht genau, wo man das deaktiviert. Ich kann aber ganz klar sagen, dass mir Armin 2 Meter von der Leiche entgegengelaufen ist, ob das jetzt hier rechts oder links oder vorne oder unten war. Ich war rechts und habe die Pflanzen aufgerichtet. Wenn der woanders lag, habe ich ihn nicht gesehen. Wichtige Frage, wie wann ist dir denn Armin entgegengekommen? Ja, jetzt gleich. Jetzt gerade? Ja. Von wo? Von unten oder von oben? Nee, oder? Von oben. 10 Sekunden. Ich kann von unten, er kann von oben. Ich habe Armin gerade ganz unten gesehen bei der Map und dann habe ich Oxygen, die untere Variante, deaktiviert. Ich habe gerade die Pflanzen aufgerichtet. Also, ich habe nicht gesehen. Also ich habe schon ein Auge von Armin, aber das ist schon alles ein bisschen dubios. Ja, aber dann behalten wir ihn jetzt im Auge. Ich wurde jetzt einfach aus den Schilderungen nicht schlau. Alex und ich können uns gegenwärtig klären. Sehr witzig. Was? Warum? Hä? Ja, ich weiß doch, was ich gesehen habe in letzter Runde. Und was hast du. Jetzt glaube ich überzeugt. Was? Stopp! Was macht ihr denn? Jetzt frage ich mich auch. Was die gemacht haben. Nee, ich hab doch vorhin gesehen, dass sie ihn gekillt hat. Er war 2 Meter davon entfernt und deshalb wollte ich ihn. Ich muss gar nicht diskutieren, aber diskutiert ruhig, kein Problem. Alex, warte mal kurz, bevor du irgendwas machst. Wer ist denn gerade wo? Ich bin am Reaktor. Ich bin allein durch die Luftschleuse nach oben. Tutti, wo bist du gerade? Ich bin vom Greenhouse nach Süden oder nach unten gegangen, weil ich habe dort dieses Blätter-Quest gemacht. Armin, wo bist du gerade? Im Greenhouse, ich habe meine zweite Quest da oben gemacht. Armin war der Einzige, der von Cafeteria nach oben gekommen ist. Ich muss halt gerade sagen, bei mir liegt die Leiche von Lukas gerade zu meinen Füßen. Ich habe gerade einen Upload in Comms gemacht und als ich wieder aus dem Bildschirm raus bin und den 8 Sekunden weg hatte, lag da halt einfach Lukas. Also irgendjemand hat Lukas umgebracht, während ich dort stand. Und jetzt stehe ich da auf der Leiche. Das sieht halt super dämlich aus, aber ich habe sie jetzt... Judy, wen hast du jetzt gebotet? Du hast Armin gebotet. Na klar. Armin hat Shooty gewotet. Ist das so? Nee, ich hab mich verklickt, ich hab einen Baum gewotet in meiner Dusseligkeit. Aha, okay. Aha. Es ist scheiße. Ich vote Armin, aber es ist echt. Ja. Ich bin mit dem ganzen Prozess super unzufrieden, es ist mir gerade zu viele Schnellschüsse. Vor allem vor dem Hintergrund, dass meine Leiche zu meinen Füßen liegt und ich gerne klären würde, was gerade passiert. Ja, glaub mir ruhig nicht. Armin, der letzte Kill. Wäre fast gelungen. Der Kill war wirklich krass, du. Er wusste halt, dass beim Upload das Bild so groß ist, dass du fast nicht siehst. Und er hat sich dazugestellt und hat ihn weggegrillt. Der Kill war super, du hättest nur noch irgendwas die machen müssen, weil er jetzt die Leiche zu meinen Füßen liegen und niemand mich irgendwie angeklagt. Nee, das Lustige an der Sache ist einfach, die standen so direkt aufeinander, ich habe einen Baum gar nicht gesehen, sonst hätte ich Lukas nicht gekillt.
Oh, warte, ich beende den Upload und denke mir so, aha, okay, ich war's nicht. Und ich kill's so und killte Lukas so 10 Baum, denkt mir, scheiße, ich bin im Arsch. Okay. Ich hätte jetzt halt nämlich um meinen Hard Shooty gebotet, weil er eben mit Alex noch gerade oben war. Ja, glaub mir nichts. Schönen Abend noch, war das gut. Gute Nacht. Ja, tschüss. Zum nächsten Mal oder so. Ja, bis dann. Sind wir dann jetzt noch zu 5 oder zu 6? Ich würde mich auch verabschieden. Also, ciao miteinander. Ciao. Tschüss. Ja, ich meine, dann spielen wir jetzt halt die letzte Runde noch zu 5, würde ich sagen. Ich glaube, dann mich auch wieder weg. Ja. Die 5 wird wahrscheinlich eher kurz gehen. Kann ich mir auch vorstellen. Ich bitte, dass Simon und Ari nicht länger konstant dabei sein konnten. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie viele noch da sind, stell ich den einfach vor dir gekillt. Das nächste Mal würde ich einen Poster finden. Ja, ich habe es tatsächlich auch geschafft zu wenden. Das Schöne ist halt auch einfach, wie ich am Anfang super sass auf Lukas war, weil er den Metz-Scan gemacht hat. Und ich bin reingekommen, bin direkt zum Metz-Scan hin, um zu gucken, ob ich irgendwie Lukas bestätigen kann, dass er den Scan macht, weil es dann blockiert ist. Und dann konnte ich direkt den Scan machen. Ich war erstmal so, wow. Lukas hat gerade den Scan getäuscht, aber der Punkt war halt, du warst gerade in dem Moment fertig geworden, als ich draufgehüpft bin. Das war einfach Zufall. Und dann hatte ich super viel Angst vor Lukas, hab dann halt irgendwie erstmal versucht, irgendwie den nächstbesten Crewmitglied zu finden. Das war dann Philipp. Ich dachte so, klasse, da ist Philipp. Jetzt hänge ich mich einfach an ihn dran und knuddel ihn.